Insgesamt 2.240 Diebstähle sind im Revier registriert worden. Mit fast 1.600 ermittelten Tätern lag die Aufklärungsquote bei knapp 41%. In 3 Fällen konnten Diebe überführt werden, mit denen auch gleich ganze Serien beendet wurden. Mit fast 200 Keller- und Garageneinbrüchen hatte ein 29-Jähriger die Polizei monatelang beschäftigt. 2 weiteren Männern konnten 70 Straftaten und 2 drogenabhängigen Jugendlichen 50 Diebstähle nachgewiesen werden. Diebstahlserien erfordern immer ein besonders hohes Maß an intensiver Ermittlungsarbeit und hohem Personalansatz. Und letztendlich ist es auch häufig den Hinweisen aus der Bevölkerung zu verdanken, die dann letztendlich zur Aufklärung von solchen langanhaltenden Straftatenserien führen. Schwerpunkt bei den Diebstählen sind in Hoyerswerda weiterhin Fahrräder. Mit 570 geklauten Drahteseln ist die Zahl gegenüber 2010 aber um 11% gesunken. Auch die Lage bei den Autodiebstählen scheint sich zu entspannen. Bei den Pkw-Diebstählen haben wir ebenfalls sinkende Zahlen zu verzeichnen, wobei dies sicherlich der professionellen Ermittlungsarbeit geschuldet ist. Übrigens, von den 1.600 gefassten Dieben waren lediglich 71 nicht deutscher Herkunft und das Gros übrigens aus der Stadt oder unmittelbaren Region.